ich nur noch sagen, hiermit ist der Weilburger 35. Residenzmarkt eröffnet. Vielen Dank. Der 35. Weilburger Residenzmarkt lädt ein. Denn auch in diesem Jahr hat der traditionsreiche Markt viel zu bieten. Nach der Eröffnung durch den ersten Stadtrat Heinz Schweitzer warteten bis 18 Uhr zahlreiche Standbetreiber mit Waren und guten Speisen auf. Insbesondere der Stand der Partnerstadt Quattro Castella war wieder gut besucht. Für die musikalische Untermalung sorgt traditionell das Blasorchester aus der niederländischen Partnerstadt Zevenaar. Am morgigen Sonntag geht es weiter. Für die kleinen Gäste dreht ein großes Kinderkarussell auf dem König-Konrad-Platz seine Runden und wer schon immer mal in einem historischen Traktor sitzen wollte, kann dies ebenso tun. Auf dem Flohmarkt in der Mauerstraße darf gehandelt und gefeilscht werden. Um 14 Uhr startet die Kostümstadtführung mit der Marktfrau Walli alias Claudia Seibold vom Kur- und Verkehrsverein. Sie zeigt die schönsten Seiten Weilburgs rund um den Marktplatz und um das Markttreiben. Die Dauer beträgt etwa eine Stunde. Am Sonntag ist dann auch noch verkaufsoffen in der Innenstadt. Die Geschäfte laden von 12 bis 18 Uhr zum Schlendern und Einkaufen ein. Besuchen Sie eine der schönsten und größten Möbelausstellungen Mittelhessens. Bei uns finden Sie Familienküchen, Massivholzküchen, Designküchen, Landhausküchen und mehr. Entdecken Sie Küchen wie für Sie gemacht. Wir bieten ein Sortiment genau nach Ihrem Geschmack. Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin in einem unserer Einrichtungshäusern oder besuchen Sie uns in Weilburg und Ehringshausen. Interliving Zeller, das Haus der großen Marken, Ihre Küchenwelt, ganz in Ihrer Nähe. Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen.
einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Das alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Eine wahre Sinnesexplosion. Farben tanzen, Gewürze betören, Klänge verzaubern. Ein Fest für die Augen, den Gaumen und das Herz. Unvergesslich für jeden, der schon einmal dort war. Aber auch in Weilburg lässt sich der exotische Zauber genießen. Im Tandoori Palace. Dem zauberhaften Geschmack Indiens mitten in Weilburg. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der indischen Küche und erleben Sie kulinarische Genüsse, die alle Sinne verzaubern. Im Herzen von Weilburg erwartet Sie das Tandoori, ein Ort, an dem traditionelle indische Aromen auf moderne Raffinesse treffen. Unsere Spezialität, Tandoori-Gerichte, frisch aus dem Lehmofen. Die indische Küche, insbesondere die aus unserer Heimat dem Punjab, ist für ihre vielfältigen Aromen und Gewürze bekannt. Genießen Sie die köstlichen Aromen von mariniertem Fleisch, saftigen Gemüsespießen und knusprigem Brot, zubereitet im traditionellen Tandoor. Jedes Gericht ist ein Fest für die Sinne und entführt Sie auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt Indiens. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bietet das Tandoori Palace den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden mit Familie oder Freunden. Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Wir stehen Ihnen mit unserem Service zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem kulinarischen Highlight wird. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und reservieren Sie noch heute. Es war noch nie einfacher, nutzen Sie unsere Online-Reservierung und bestellen Sie ganz leicht einen Tisch. Obendrein erreichen Sie uns per Telefon. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Kula. Sparen wir bei unserer Kfz-Versicherung. Mehr Geld fürs Leben. Einfach zur SV wechseln. Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia.
Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Usingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg. Echte Grillfan grillt bei jedem Wetter. Aber am meisten Spaß macht es im Sommer mit den leckeren Grillspezialitäten direkt vom Heidehof Sippel. Wir haben für die Grillsaison genau das richtige Fleisch. Achten auf Qualität, denn Qualität kommt aus der Region. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54. Bei Krah und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ. Immer eine automobile Naturgewalt. Krah und Enders, Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt. Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort, immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de.